Hi Leute und willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, es gibt zwei wichtige Punkte, die ich gerne, wie gesagt, mal ansagen würde. Und zwar geht es einmal um den Wettbewerb und einmal um meinen Kochs-Vegan-Kanal oder Blog im Allgemeinen. Ja, erstmal zu dem Kochvideo-Wettbewerb. Ja, es sind bisher noch nicht viele Videos eingegangen. Also heute wurde mir gerade noch online eins zugesendet, das war das dritte jetzt. Und eins ist wohl noch unterwegs zu mir. Das heißt, ich habe jetzt 4 Videos von euch bekommen. Ja, da es nur 3 Plätze gibt, finde ich das irgendwie ein bisschen wenig. Ich hatte ursprünglich eigentlich mindestens mit 10 gerechnet und es hatten sich von euch auch mehr als 10 angemeldet, also wirklich zugesagt, die mir ein Video schicken wollten. Ist leider nicht so gekommen und wie ich jetzt aus einigen E-Mails auch herauslesen konnte, lag's zum größten Teil an dem Zeitpunkt, also der war von mir wirklich extrem ungünstig gesetzt, denn irgendwie da zu Weihnachtszeit und zu Silvester und also zu den Feiertagen ganz allgemein hat man halt wirklich wenig Zeit, irgendwie noch ein Kochvideo zu machen und zu schneiden und so weiter. Ja, deswegen war das ein bisschen ungünstig. Ich würde jetzt gerne die Frist bis zum Ende Februar verlängern. Und das zweite, was auch einige davon abgehalten hat mitzumachen, waren die Gimmicks. Was ich ein bisschen seltsam fand, denn soweit ich mich erinnere, hatte ich das erste Video mal vorgeschlagen mit diesen Gimmicks und da fanden es alle toll. Dann habe ich das ja nochmal mit leicht veränderten Regeln ein Video dazu gemacht und den sozusagen gestartet, den Wettbewerb. Und ja, da kamen irgendwie keine oder ich glaube nur einzelne Gegenstimmen gegen diese Gimmick-Sache. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass das irgendwie so schwierig zu sein scheint. Ich habe auch jetzt von den 4 Videos, die ich bekommen habe, ist auch bisher eins ohne Gimmicks gekommen. Also es wurde einfach vergessen. Deswegen will ich diese Sache ganz einfach abschaffen für die nächsten 2 Monate. Und natürlich die, die jetzt schon was geschickt haben, das Telefon klingelt. Und natürlich für die, die mir jetzt schon die Gimmicks geschickt haben, oder vielleicht die gerade unterwegs zu mir sind oder vielleicht hat doch extra was gekauft oder extra was gebastelt und wollte das jetzt trotzdem abschicken, dann macht das auf jeden Fall, ja, für die auf jeden Fall gibt es ein kleines Extra, ich weiß noch nicht was, und auch für die 4, die jetzt schon ihre Videos bis jetzt mir geschickt haben oder schon abgeschickt haben, denn heute kommt es natürlich nicht mehr an, weil morgen Sonntag ist. Egal. Also jedenfalls für die, die jetzt ihr Video schon abgeschickt haben, für die gibt es auch noch ein kleines Extra. Mal schauen, was das ist. Ja, für alle anderen, ihr könnt ab sofort euer Video bei YouTube hochladen. Am besten versteckt, also auf jeden Fall versteckt. Mir den Link schicken, dann kann ich mir das runterladen. Oder es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Keine Ahnung welche. Aber wie ihr mir die Videos online schicken könnt, ja, das ist, glaube ich, für euch auch... Ich bin ja wieder da. Ja, geiles Timing, es ist gerade was angekommen von der lieben Anna. Ich glaube zumindest, dass das ist, aber ja, was soll es sonst sein? Wo war ich? Also wie gesagt, ihr könnt mir das jetzt auch online schicken. Das ist, glaube ich, auch für euch auch besser, weil ihr ja da kein Geld für ausgeben müsst. Also mal abgesehen von ja, den Stromkosten beim Schneiden oder beim Filmen. Also einfach, ihr müsst für die Post kein Geld ausgeben, ihr müsst für Gimmicks nichts ausgeben. Also ist der sozusagen theoretisch für euch gratis, der Wettbewerb. Ja, hätte ich vielleicht auch vorher bedenken sollen, dass das natürlich für euch natürlich immer mehr Aufwand ist. Ja, aber egal, man lernt nie aus. Ja, also wie gesagt, ihr habt jetzt nochmal bis Ende Februar die Chance, euer Rezept als Kochvideo einzuschicken. Also online oder auch anders, wenn ihr möchtet. Und ja, dann die 3 Kochbücher zu gewinnen, die ich schon vorgestellt habe. Dann die paar Gimmicks, die jetzt schon angekommen sind. Und zusätzlich noch eine kleine Vegan-Box von mir. Mila, was möchtest du? Banane. Dann zum zweiten Thema, ja, vielleicht etwas weniger erfreulich für euch. Und zwar, ja, habe ich mich dazu entschieden, weniger Videos zu machen. Denn, ja, das war in letzter Zeit ziemlich viel. Also eigentlich das letzte
Jahr oder anderthalb Jahre, weiß ich nicht, wie lange ich das jetzt schon durchgezogen habe, habe ich wirklich jede Woche ein Video gemacht, bis auf wenige Ausnahmen. Also wo letztens meine Videos gelöscht wurden oder wo ich mal im Urlaub war. Und diese Woche kommt auch keins, weil ich keine Zeit hatte. Aber ja, das wollte ich einfach mal sagen, dass ich das ja, reduzieren werde, um einfach, ja, man kann es als kleine Kreativpause bezeichnen, wobei es keine Pause ist, weil ich ja trotzdem weitermache, aber halt eher den Druck rausnehmen möchte, um vielleicht auch einfach die Qualität der Videos ein bisschen zu erhöhen und um mir selber auch ein bisschen mehr Ruhe zwischendurch zu gönnen. Denn ja, so ein Kochvideo ist eigentlich ziemlich aufwendig, auch wenn man das vielleicht nicht immer sieht, was da, wenn man das sieht, was am Ende rauskommt. Also da habe ich schon, ja, sozusagen eine ganze Woche mit zu tun. Willst du hoch? Oh, Mina ist ein bisschen kränklich heute. Willst du mit ins Bild? Was möchtest du denn? Ja, also da habe ich schon eine ganze Woche mit zu tun, also mit Rezept testen, drehen, schneiden, dann nach dem Hochladen links Text schreiben, Rezept schreiben ist ja jetzt auch vor kurzem dazugekommen. Und ja, das ist halt schon ziemlich viel Aufwand, was mich halt auch stört, dass ich dann auch wirklich weniger Zeit habe für andere Sachen, also in erster Linie auch meine kleine Familie. Ne, ihn hier zum Beispiel. Und auch vielleicht für andere Projekte, die ich ja eigentlich immer hinten anstelle, weil ich immer denke, ich mache erstmal das Kochvideo für diese Woche und mit der restlichen Zeit mache ich dann noch das andere, aber da ist dann meist nicht so viel übrig. Und was dazu kommt, ich habe auch wirklich in letzter Zeit gemerkt, dass wenn ich wirklich diesen Druck dahinter habe, dass dann auch ein bisschen der Spaß verloren geht. Und das ist ein bisschen wie, ja, Routine irgendwann und macht dann halt auch nicht mehr so viel Spaß. Wobei es immer noch toll ist, wenn ich ein Video hochgeladen habe und es fertig ist. Das ist immer noch super, aber der ganze Aufwand, der dahinter steckt, das ist schon ziemlich anstrengend. Wobei ich natürlich sagen muss, den Druck habe ich mir natürlich selber gemacht, weil ich da auch ziemlich, ja, ehrgeizig oder perfektionistisch bin, was das betrifft. Und ich hatte mir das vorgenommen, wirklich jede Woche. Nane? Banane. Apfel? Apfel? Auch nicht. Na, was denn jetzt? Und ja, wie gesagt, ich habe mir den Druck wirklich selber gemacht. Einfach, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte irgendwann die Idee wirklich oder das Vorhaben, das wirklich wöchentlich zu machen und auch durchzuhalten. Und wollte das auch wirklich, wirklich schaffen. Habe es ja auch geschafft, ich glaube anderthalb Jahre oder ein Jahr, ich weiß es nicht. Bis auf, wie gesagt, ein paar Ausnahmen habe ich es ja wirklich durchgezogen. Ja, aber irgendwie ist dann nach einer Zeit so wirklich die Luft raus. Und ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, um mich auf andere Ideen zu konzentrieren, vielleicht auch auf diesem Kanal ganz andere Sachen zu machen. Also natürlich immer noch Kochvideos auch, aber auch noch andere Sachen dazu. Aber das wird sich erstmal zeigen, was da noch kommt. Und YouTube war ja von Anfang an eigentlich auch eine Sache für mich, die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und am Anfang habe ich, glaube ich, na gut, da war ich auch noch arbeitslos, aber da habe ich wirklich so 2 bis 3 Kochvideos die Woche hochgeladen. 3 war schon ziemlich viel. Aber ich hatte halt wirklich richtig Bock drauf, das zu machen und hatte richtig Bock drauf, auch viel zu machen und hatte auch ziemlich viele Ideen. Ja, das war für mich schon irgendwie immer das Wichtigste, dass ich auch wirklich Lust dazu habe, das zu machen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen einfach verloren gegangen. Ein Cracker? Bitte schön. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen verloren gegangen. Und das möchte ich gerne auch so ein bisschen wieder haben, um einfach, ja, wieder Lust auf Videos machen zu haben. Und vielleicht auch, wie gesagt, andere Sachen zu machen. Zum Beispiel, was mir wirklich in letzter Zeit extrem viel Spaß gemacht hat, also noch mehr als Kochvideos, waren wirklich die Vlogs. Also jetzt auch der 20. das mit den Hater-Kommentaren. Das fand ich wirklich super und das würde ich auch gerne öfter machen. Oder einfach, ja, öfter. Öfter nicht unbedingt, aber auf jeden Fall würde ich es gerne wieder machen. Und ja, die Zeit ist immer ziemlich knapp bei den ganzen Kochvideos zwischendurch.
Oder ich hätte auch mal Lust, was mit anderen YouTubern zusammen zu machen. Das letzte war ja jetzt der Adventskalender von der kleinen Coco. Und was anderes ist auch schon zumindest im Kopf, in Planung. Ja, auch dafür möchte ich gerne einfach ein bisschen Zeit haben, um mir da meine Gedanken zuzumachen. Oder auch wieder Videos zu zweit, zum Beispiel mit Josef oder vielleicht auch mit anderen Leuten, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall mit Josef würde ich gerne wieder öfter Videos zu zweit machen. Oder auch zum Beispiel auch interaktive Kochvideos, von denen habe ich jetzt auch schon ein paar gemacht. Aber auch darauf hätte ich wieder Lust, vielleicht auf eine andere Machart als die, in der ich sie bisher gemacht habe. Ja, mal schauen. Und ich habe auch schon öfter daran gedacht, wirklich ein Kochbuch zu schreiben. Allerdings ist da wirklich noch nichts Konkretes bei rausgekommen. Ganz einfach, wie gesagt, weil ich einfach keine Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen. Denn wenn ich mir jede Woche wirklich ein neues Rezept ausdenke, dann ist es natürlich schwierig, ein ganzes Kochbuch nebenbei zu füllen und nebenbei auch noch arbeiten zu gehen und nebenbei noch eine Familie zu haben. Ja, das ist alles ziemlich viel auf einmal. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich zu diesem Schritt entschieden, einfach weniger Kochvideos zu machen. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass jetzt gar nichts mehr kommen wird. Das heißt einfach, es wird mal eine Woche nichts kommen, mal vielleicht noch zwei Wochen nichts kommen. Dann kann es auch passieren, dass in einer Woche wieder ganz viel kommt, weil ich wieder ganz viel Zeit habe und ganz viele Ideen hatte, die ich unbedingt umsetzen wollte. Ja, es wird einfach nicht mehr so regelmäßig sein wie vorher. Ich will das einfach dem abhängig machen, ob ich dann einfach Lust dazu habe, ob ich Zeit dazu habe und wie gesagt, wie viele Ideen ich gerade habe. Ja, so viel dazu und nochmal zum Thema Patreon, denn ja, Patreon, für die, die das nicht wissen, ist so eine Art Kickstarter-Seite, wo ihr eure Künstler unterstützen könnt mit kleinen Mini-Beiträgen, die halt jeden Monat ja, überwiesen werden. Was denn? Da soll die Hand hin. Na gut. ja, da hatte ich eine kleine Umfrage gestartet zum Thema, ob ich das umstellen soll, weil es kann jetzt halt, es könnte halt theoretisch passieren, dass ich jetzt mal einen Monat lang nichts mache und dann würde ich halt Geld für etwas kriegen, was ich nicht gemacht habe oder so ähnlich. Deswegen hatte ich mir überlegt, ob ich das auf pro Video umschalte, also dass ich dann den Betrag nicht mehr pro Monat bekomme, sondern pro Video, was ja den Nachteil hätte, dass wenn ich jetzt 5 Videos in einem Monat mache, dass das dann auch 5-mal von euch abgebucht werden würde. Ja, da soll die Hand hin, okay. Dass es auch 5-mal von euch abgebucht werden würde. Man kann ja auch Maximalbetrag einstellen, aber abgesehen davon wäre das dann wieder auch ein bisschen ungerecht. Ja, ich hatte trotzdem eine kleine Umfrage gestartet und die meisten oder eigentlich alle von euch haben gesagt, ich soll es einfach so lassen, wie es ist mit pro Monat. Und dann, wenn halt mal ein Monat nichts kommt, dann ist es auch nicht so schlimm. Also wenn ihr auch bei Patreon angemeldet seid und die Nachricht vielleicht auch übersehen habt und ihr habt was dagegen oder wollt gern was dazu sagen, dann könnt ihr mir auch nochmal anschreiben, entweder in die Kommentare oder per PN oder so. Ja, und wie gesagt, diese Woche wird es kein Kochvideo geben. Oder gab es gestern kein Kochvideo? Ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hier hochladen werde. Ja. Allerdings nächste Woche habe ich schon eins gedreht und, also, ich habe schon eins gedreht für nächste Woche und will das dann nächsten Samstag wahrscheinlich hochladen, was schon eine ganze Weile fertig ist auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich, glaube ich, erstmal keins mehr, es sei denn, meine Festplatte wird gerettet von den Festplattenprofis, mal schauen. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar auf Vorrat, die ich dann nach und nach mal raushauen werde. Ansonsten lasse ich mir halt was Neues einfallen oder drehe die einfach nochmal nach. Ja, in diesem Sinne danke ich euch allen für eure Unterstützung, euer Feedback und auch eure Treue. Und wünsche euch ein gesundes, fröhliches, glückliches, erfolgreiches, karottiges, ja. Tschüss.